Reden und Schweigen. Matthäus 10, Vers 27. Was ich euch sage in der Finsternis, das sprecht im Licht, und was ihr ins Ohr höret, das predigt auf den Dächern. Die Finsternis ist die Zeit des Schweigens. Damit ist nicht nur gemeint, dass man nachts normalerweise schläft und nicht spricht, sondern dass man in Zeiten der inneren und äußeren Dunkelheit als Christ lernen sollte, zu schweigen. In der Not spricht Gott besonders zu uns. Nicht selten tendieren wir ja dazu, bei Problemen, bei Leiden, bei Unklarheiten und Schwierigkeiten nach dem großen Warum zu fragen. Wir suchen dann händeringend nach einer logischen Antwort und sind unruhig und nervös. Aber so erschweren wir nur unsere Last, anstatt sie uns leichter zu machen. Es gibt wohl viele Menschen, und das betrifft sowohl Gläubige als auch Ungläubige, die gehen mit ihren Leiden manchmal regelrecht hausieren. Sie machen das vielleicht nicht in böser Absicht, aber sie versprechen sich eben Trost und Erleichterung davon, wenn sie sich darüber auslassen können und mit anderen darüber reden. Was uns Gott nun aber in der Finsternis sagt, ist zuallererst am Anfang nicht für die Öffentlichkeit. Erst sollten wir hören und verstehen, was Gott uns sagt und zeigt, und darüber Frieden finden. Und wenn die Dinge eben nicht gleich geklärt werden können, dann eben auch trotzdem die Füße stillhalten. Wenn wir alles an Bedrängnissen immer gleich ungefiltert und spontan weitergeben und herausposaunen, wird die Melodie unseres Herzens eher ein schräges Gekrächze sein als alles andere, und das hilft keinem weiter. Das tut einem manchmal sogar selbst und anderen in den Ohren weh. Wenn du Gottes Wort an dich verstanden hast, wird das zuerst auch eher zwiespältige Gefühle in dir auslösen. Einerseits Freude über den Segen des Hörens und Verstehens, aber andererseits auch Traurigkeit und Demütigung über oftmals nicht angenehme Hinweise und Hintergründe deines Lebens als Christ und auch der entsprechenden Situation, in der man gerade steckt. Dazu fallen mir nun drei biblische Personen ein, denen das ähnlich erging. Jona, der im Bauch des großen Fisches reichlich Finsternis erlebte und einiges lernen musste. In Jona 2, 7 bis 8 steht: Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Wir wissen, was mit Jona geschehen war. Oder der Apostel Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Nachzulesen Apostelgeschichte 9, 8 bis 9, als Gott ihn mit Blindheit schlug, weil er die Christen verfolgte. Und Simson, dem sogar von den Philistern die Augen ausgestochen wurden, Richter 16, 21, und den man verspottete. Alle erlebten ihre eigene Finsternis, und sie konnten ihre Lehren und Erkenntnisse daraus ziehen. Gott gab ihnen Gelegenheit, jeder für sich in der Zeit ihrer Dunkelheit nachzudenken und zu schweigen. Anschließend konnten sie alle in der Ruhe und Kraft des Herrn große Taten vollbringen und ans Licht gehen. Alles hatte hier seine Zeit. Schweigen und auch reden. In der Finsternis sein und im Licht stehen. Fehler machen und auch aus Fehlern lernen. Durch die Sanftmut des Herzens, die durch Demütigungen verursacht wird, lernen wir Gott zuzuhören. Aus dem eigenen Versagen heraus etwas Wichtiges zu sagen, gibt unseren Worten Gewicht und Glaubwürdigkeit. Und darauf kommt es letztlich an. Gott segne euch. Jesus Christus kommt wieder, um seine Gemeinde zu holen. Er sagt in Matthäus 24, 42, so wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Liebe Freunde, ihr müsst bewusst zur Kenntnis nehmen, dass Jesus Christus diesen Monat wiederkommen kann oder schon in dieser Woche.
Ja, er könnte sogar...